So, hallöchen ihr Lieben, herzlich willkommen zurück bei den Amüsiertabletten. Ich habe ein bisschen Training übersprungen. Sind jetzt beim nächsten Spieltag. Ich habe die Mannschaft ein ganz klein wenig umgestellt, wie man sieht. Habe ich Ziereis reingeholt. Viel mehr habe ich aber auch nicht wirklich getan. Das heißt, wir können jetzt ins letzte, nee, ins vorletzte Spiel gehen. Und wie gesagt, wenn wir das gewinnen sollten, sind wir auch safe, also wirklich safe, safe aufgestiegen. Das heißt, wir können heute alles klar machen. Wenn wir verlieren und Nürnberg gewinnt, kommen sie bis auf einen Punkt wieder an uns ran. Meine ich zumindest 3, 58, 59, ja, das stimmt. Deswegen gucken wir mal, wie wir jetzt hier abschneiden werden. Ich bin sehr gespannt. Denn ein bisschen Anspannung jetzt zum Saisonende ist da. Denn wir wollen das ja auch gut machen. Wir wollen das ja hier schließlich möglichst positiv für uns zu Ende bringen. Da wäre ein direkter Aufstieg in der ersten Saison ganz hilfreich. Und dann müssen wir uns überlegen als nächstes, wie wollen wir sowieso generell weitermachen? Generell. Im Sinne von wie werden wir entsprechend einkaufen, wie werden wir verkaufen? Das sind ja alles noch so Fragen, die noch offen sind. So, offen ist jetzt aber zumindest nicht mehr der Anstoß, den haben wir. Und jetzt geht es darum, möglichst konzentriert einen Weg zu finden, hier durch die Abwehr zu preschen. Nee, so nicht. Die Rodde ist hier schon ein ziemliches Kampfschwein. Einwurf für uns nach diesem Fehlpass. So. Nierig. Geht ja schon mal gut los hier. So, ah, ist aber nicht durchgekommen. Nerich hat nachgesetzt. Nerich kommt aber dann hinten raus nicht mehr weiter. So, und jetzt Braunschweig wieder. Langer Ball. Shahin. Von hinten reingegangen. Ziemlich blöd gemacht hier von den Braunschweiger. Das zieht hier die gelbe Karte nach sich. Shahin wollte noch rüberspringen, trotzdem wurde er getroffen. Da gehen die Gemüter schon mal hoch. So. Durchgesetzt hier. Subir, ich mach das aber auch klasse. So, jetzt haben wir uns hier durchgesetzt. Hier sieht man noch, wie es gerade aussieht, live in der Tabelle. Bach, wie in Stefaniak immer reingerammt wird. Aber da haben wir natürlich auch ein Problem, und zwar, dass wir dass Stefaniak, oh nee, da sollte der gar nicht hin, dass Stefaniak auch nicht wirklich geeignet ist für, ja, was heißt geeignet, dass Stefaniak halt nicht die körperliche Physis besitzt. Und Miyachi ist durch. Miyachi macht's. Eiskalt. 1-0. Schön gemacht hier. Natürlich dann aber auch wieder die schöne Vorlage. Ich weiß gar nicht, ob das Stefaniak war, der gerade hier die Vorlage gegeben hat. Miyachi blieb sehr cool und hat das Ding in die untere Ecke geballert. Das ist praktisch. 1-0, damit führen wir, und damit sind wir aktuell
aufgestiegen. Jetzt müssen wir nur gucken, dass wir hier den Gegenangriff aushalten. Jeden Start. Ja, kommt dann niemand mehr ran. Ziereis, klasse gemacht. Super. Ziereis, wieder klasse gemacht. Und jetzt hat Correa hier den Ball ins Ausgeschmissen. Denn das war nicht wirklich gut gemacht. So, die stehen hier sehr eng. Sehr präsent. Und Stefaniak. Oh, Stefaniak. Stefaniak ist mein persönlicher Chancentod der Saison. Denn im Endeffekt hätte vieles auch besser laufen können. Ja klar hat er auch einiges Gutes getan. Das will ich gar nicht abstreiten. Aber ich glaube, mit ihm werden wir in der nächsten Saison nicht glücklich werden. Ach komm, da lasse ich mich zu leicht austricksen. Aber wir haben Ziereis. Ah, da wollte ich nicht hin, da wollte ich nicht hin. Zubir, ich hatte aufgepasst. Miyaichi. Tirode mit Nerich im Zusammenspiel. Muss ich wieder warten, denn da hat sich... Finne war durch. Gute Möglichkeit hier zum 2-0 gewesen. Und wieder abgefälscht. Nochmal Ecke. Finne! Knapp. Okay, 1-0. So kann es gehen. So kann es laufen. Wie sieht es bei Nürnberg aus? Nürnberg hat 1-1 gespielt. Es würde uns ja auch reichen, wenn wir unentschieden spielen und Nürnberg rein rechnerisch auch unentschieden spielt. Dann wäre der alte Punkteabstand hergestellt und 4 Punkte sind zu viel. Um nochmal aufzuholen. Ich überlege gerade, ob wir was anders machen. Nee, noch nicht. Noch nicht. Eventuell gleich. Mal gucken. Hier schon mal schön zwischengegangen. Fehlpass. Ah, da ist so wäre ich ein bisschen ungestüm reingegangen. Aber das war jetzt auch nichts. Ach, und dieser Pass. Zurückgespielt auf Brodersen, den Ball raus. Aber dann falsch weitergeleitet. Ah! Miyaichi kommt hier nicht weiter. Bop, so wie ich mit dem Bein. Ecke. Unsere Passquote zurzeit alles andere als optimal. So, Bubala jetzt da auf der Seite. Jetzt können wir das Aufbauspiel wieder etwas beruhigen. Nee, da sollte der Ball eigentlich auch nicht hin.
Das wiederum war gut, aber hier auch Reiche gut aufgepasst. Einwurf. Ha, Stefaniak hier zum Abschluss gekommen, aber auch seine Abschlüsse sind halt eher suboptimal, nenne ich es jetzt mal. Ja, da auf der Seite hätte mehr gehen können. Sagen wir es, nennen wir es mal so. Aus. Aus. Alles im Aus. So, Ball rüber gespielt. Ball nochmal rüber gespielt. Ball wieder rüber auf Hedenstad, der auch eine gute Saison hatte. Umso trauriger war, dass er sich verletzt hat. Schönes Zuspiel auf Miyagi. Und das war die Möglichkeit. Das war eine Möglichkeit, die der werden wir vielleicht noch hinterher trauern. Raus der Ball. Jetzt werden wir wechseln. Stefaniak bringt uns hier nichts. Wir werden Duziak reinholen, um hier ein bisschen Stabilität nochmal zu bringen. Der Rest bleibt erstmal noch so. Also das heißt Stabilität. Wir haben dann einfach nochmal einen kleineren Flitzer. Und Duziak, da wissen wir auch, dass der durchaus in der Lage ist, den einen oder anderen Stich zu setzen. Und Finne! Oh, schön! Einfach mal ein Herz gefasst. Sich ein bisschen durchgesetzt gegen das Zupfen. Und dann ist der Ball drin. Hier einfach mal ein bisschen durchgesetzt und dann in den 16-Meter-Raum gelaufen und dann das Ding eiskalt abgezogen. Ein so wuchtiger Schuss. No chance. Tor. 2-0. Wir kommen dem Aufstieg verdammt nah. Schein hat gut aufgepasst. So. Fans sind auch gut drauf gerade. Aber das kann man sich ja auch vorstellen, wenn die eigene Mannschaft gerade mehr oder minder den Aufstieg klar macht. So, Ball raus. Ah, hätte man den nochmal annehmen können. So, Hedenstad hat den Ball bekommen. Weiter auf Duziak. Duziak nimmt sich immer hier ein Herz für Terodde. Terodde wiederum. Ah! Şahin. Den Ball nicht komplett getroffen. Ziereis rüber. Das ist gar nicht so schlecht. Şahin jetzt mit Bubala am Laufen. Oh. Bubala aber auch schon ein bisschen ausgepowert. Wir werden jetzt auch unsere Seitenmänner hier ein bisschen. Bah! Ist mir schlecht, wie der sich hier durchwuselt. So, wir werden jetzt die nächsten Wechsel machen. Und zwar werden wir Sobota bringen. Und für Şahin Buchtmann. Buchtmann wird uns die stabile Stabilität geben, nenne ich es jetzt mal. Die wir brauchen. So, Hedenstad, Nerich. Dann rüber auf Buchtmann. Buchtmann hier weiter. Das sieht alles schon sehr sicher aus hier. Upsa. Das eher nicht so. Oh, Terodde. Oh. Das wäre noch ein versöhnlicher Abschluss für Terodde geworden. Den wir ja geholt haben. Um eben hier und da doch nochmal was zu leisten. Ah, Ball geht ins Aus. Einwurf Braunschweig. Ich glaube nicht, dass wir uns hier noch großartig Sorgen machen müssten. Außer es passiert jetzt wirklich ein Unglück. Einwurf für Pauli. Aber das wollen wir mal nicht hoffen. Hahaha, da wollte ich es zu schön machen. Anstatt da klassisch zu spielen.
Ball zurück. Brodersen nimmt Anlauf. So, nochmal den Ball auf Terodde. Terodde legt sich den Ball auch nochmal vor. Ah, das wäre schön geworden. Fertig, aus, Mickey Maus. Wir sind aufgestiegen. Meine Güte. Spannend haben wir es gemacht zum Schluss. Spannend haben wir es gemacht zum Schluss. Aber jetzt ist es sicher, wir sind aufgestiegen in die erste Bundesliga. Und können bereits jetzt vor dem letzten Spiel anfangen zu planen. Und können im letzten Spiel auch durchaus nochmal, Platz 1 ist unerreichbar, Platz 3 ist nicht mehr erreichbar, es geht für uns um nichts mehr. Können wir vielleicht nochmal ein paar Reservisten bemühen, ein bisschen Spielpraxis zu bekommen, vielleicht hier den einen oder anderen nochmal ins Rampenlicht zu setzen. Stefaniak vielleicht mal einer anderen Position zuzuweisen, um einfach mal ein bisschen auszuprobieren. Weil das gefällt mir alles nicht. Jeden Start ist ein unglaublich wichtiger Faktor für uns. Wir müssen natürlich auch gucken, Nürnberg hat 2-2 gespielt, deswegen ist die Sache sowieso total gegessen gewesen. 62 zu 56 Punkten, da geht nichts mehr, das sind 6 Punkte Abstand. Läuft und auf 71, ja, ist halt auch, ne? Sehen wir selbst. Alles klar, dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal. Beim nächsten Mal schauen wir uns, beim übernächsten Mal schauen wir uns dann halt nochmal unseren Wert an hier oder unsere Sachen. Sage ich jetzt mal. Ja, wir müssen mal ganz kurz gucken. Transfers. Mannschaft. Büro. Jugendstab. Jobangebote. Rücktritt nationaler Saison. Keine Ahnung. Wo waren das? Verträge. Ja, gehen wir doch einfach auf Verträge. Wir gucken mal eben ganz kurz auf die Vertragsdauer. Gonta, Rosin und Brodersen haben wir nicht verlängert. Und Brodersen müssen wir verlängern. Spielerforderung 4 Jahre. Untermannschaftsrolle. Wichtig für erste Mannschaft. Wichtiger Stammspieler. Wichtig für erste Mannschaft. Machen wir ihm, geben wir ihm nochmal die Chance, hier sich weiter zu beweisen. Gonta, ja, der ist zu alt. Wir gucken danach was Neues. Das haben wir gesagt, das läuft aus. Gut, dann haben wir jetzt schon mal in die Verträge reingeguckt. Ich danke euch fürs Zusehen. Freut mich, dass ihr dabei gewesen seid. Seid mir auch beim nächsten Mal treu. Euer Crunch gesagt. Bis dahin, haut rein. Ciao.